Sherwood Forest ist eine weitere Missions-ID-Karte und leider auch eine von denen, denen man anmerkt, dass sie spät in der Produktion entstanden sind. Unsere Aufgabe ist es, uns als Römer durch den Sherwood Forest zu kämpfen und Robin Hood zu töten. Das klingt tatsächlich schwerer, als es ist. Wir teilen uns die Karte mit 4 weiteren Spielern, wobei das nicht viel heißen will. Blau ist potenziell die größte Bedrohung, aber auch ein ziemlicher Spätzünder, der erst nach einer knappen Stunde Soldaten produzieren wird. Grün fängt etwas früher an, ist aber leicht zu stoppen. Gelb hat sich komplett handlungsunfähig gemacht und im ganzen Spiel keinen einzigen Soldaten hervorgebracht. Und Lila ist zwar der einzige Spieler, den ihr wirklich besiegen müsst, hat aber nur eine Burg und eine Handvoll Soldaten. Das Gebirge nördlich eurer Startposition enthält Kohle, während ihr im Südosten Eisen findet. Generell sind Rohstoffe aber ziemlich knapp und Gold werdet ihr auch erst in Feindesland finden. Aber hey, immerhin haben die Entwickler daran gedacht, Schwefel zu platzieren. Auf einer Karte, auf der es nur Römer und Wikinger gibt. Im Nordosten gibt es außerdem eine Insel mit Gold, die ihr aber erst erreichen könnt, wenn ihr bereits Gelb erobert habt, da ihr dort eine Werft bauen müsstet. Wenn man genauer hinsieht, erkennt man aber auch noch eine Ziege, mehrere Schafe und genau ein Schwert und einen Bogen. Man könnte fast meinen, dass hier soll das Grab von Robin sein. Dann wäre ich aber etwas verwirrt, wieso wir ihn noch jagen. Diese Karte ist an sich nicht so besonders, aber ihre Startvorgaben sind etwas komisch zwischen LG und MG positioniert. Wir starten mit 5 Sägen, aber nur 3 Äxten. Da es auf der Karte so viele Waldflecken gibt, könnt ihr sie aber komplett ohne Förster spielen. Ihr müsst aber aufpassen, dass euch nicht die Steine ausgehen. Versucht möglichst früh eure Soldatenproduktion ans Laufen zu kriegen und Grün zu erobern, bevor ihr anfängt, eigene Soldaten zu produzieren. Blau sollte dann möglichst schnell folgen und spätestens hier kann euch nichts mehr aufhalten. Ein Lazarett ist hier aber hilfreich, insbesondere da ihr wenig Möglichkeit habt, eure Kampfkraft zu erhöhen. Auch diese Karte wirkt sehr unfertig. Es gibt eine Fähre, mit der wir starten, die uns aber nirgendwo hinbringen kann. Die KIs kommen überhaupt nicht mit der Karte zurecht, Schwefel scheint man mit Gold verwechselt zu haben, Spieler 5 ist eine reine Formalität und bei ihm scheint man auch mit dem dunklen Pinsel ausgerutscht zu sein. Ich habe auch das Gefühl, dass man hier größere Pläne hatte, aber am Ende fehlte wohl wieder die Zeit. Wie so oft, wenn es um dieses Spiel geht.